Machen wir auf jeden Fall doppelten Boden, weil ich habe keinen Block. Ich habe keinen Bock, dass das irgendwie nach unten wächst und dann weg ist der Scheiß. Das nervt nämlich. Deswegen immer, wenn wir was anbauen, doppelte Blöcke knallen. So, und jetzt gehen wir erstmal wieder ein bisschen Cobblestone formen. Cobblestone. So, dann stellen wir uns mal hier hin und dann wird mal gefarmt. So, und dann immer hier nach unten gucken und ich muss auch immer ein Thema überlegen, über das man so reden könnte. Das wäre natürlich nackte Frauen. Wer hält das? Wer mag nackte Frauen? Ich mag nackte Frauen. Ich weiß nicht, wer noch nackte Frauen mag. Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr nackte Frauen mögt, wie sie aussehen müssen. Also für mich ist das so, ich stehe auf Schwarzhaarige, natürlich auch auf Blond, aber mehr so auf Schwarzhaarig. Braun gebrannt muss sie sein. Sie muss handgroße Titten haben. Wir sagen das mal einfach so schmutzig heraus. Brüste, dann muss sie schlank sein, also nicht zu schlank. Man muss schon was zum Greifen haben, weil wenn man immer Knochensplitter in den Rippen oder in den Hautpartien hängen hat, dann bringt das auch keinen Spaß. Sie muss Schläge abkönnen. Nein, war jetzt Spaß, war Spaß. Ach, könnt ihr ja mal schreiben, was ihr so drauf habt so, oder was ihr euch so an Vorstellungen habt. Jetzt kommt bloß nicht mit, wie heißt sie denn nochmal? Die von Transformers da, die eine Megan Fox. Das ist aber auch eine geile Zense, ne? Also das ist wirklich ein heißes Gefährt. Naja, wir fahren weiter. Cobblestone. Das geht ja ganz gut so, wenn man da unten. Ich guck extra. Fragt mich mal, warum. Warum guckst du da unten ins Loch? Ich nehme einfach die Fragen einfach mal vorweg. Oder die Fragen auf die Antworten auf die Fragen oder wie auch immer man das nennen kann. Ich gucke da unten ins Loch, weil dann kann ich einfach die Maus gedrückt halten und muss nicht die ganze Zeit dahin gucken. Kann in der Gegend in meinem Zimmer rumgucken, nachdenken, was ich jetzt gerade sagen könnte und so weiter und so fort, weil das ist ja auch nicht immer so. Ja, so leicht irgendwie ein Thema zu finden. Was ich jetzt gerade witzig finde, wir kriegen Hunger, obwohl dieser fette Sack hier nur steht und die ganze Zeit auf Cobblestone raufschlägt und mehr gar nicht macht. Ich weiß gar nicht, wie man von sowas Hunger kriegen kann. Das ist wie einer, der auf Toilette sitzt, gerade ein Ei legt und sagt, boah, hab ich schon wieder Hunger. Ja, die Zweideutigkeit ist doch unglaublich. So. Und den Part, den ich jetzt gerade mache, der kommt am Montag, also morgen. Heute ist Sonntag. Ich mache das jetzt auch so, dass ich jetzt immer, ich spiele immer zwei Parts vor, damit ich für den nächsten und den übernächsten Tag was habe. Und freut euch schon mal morgen, also heute, ja genau, heute auf Syndicate, weil heute ist ja so mäßig Montag, wenn ihr das Video seht. Also freut euch heute schon mal auf Syndicate. Da müsst ihr auch auf jeden Fall reingucken. Das wird richtig spannend, weil wir haben den, ich spoiler mal, wir haben unseren ersten Kampf gegen einen wirklich starken Gegner. Und dieser Kampf dauert wirklich episch lange. Also, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wie Äste. So, ich glaube, wir machen erstmal zwei Stacks, farmen wir mal. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also, das läuft richtig schnell jetzt, seitdem. Danke, danke, danke an IBLE, glaube ich. IBLE. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr genau, aber er weiß genau, wen ich meine. Danke für den Tipp mit den Fackeln. Ich wollte gerade sagen, Kerzen. Packt, also läuft super hier. Ich muss die ganze Zeit nicht darauf achten, dass das scheiß Wasser Eis wird. Das ist schon mal richtig super. Das ist echt praktisch für mich. Aber ich sehe gerade, dass es dunkel wird. Dann legen wir uns mal Jans hier pflegt ins Bettchen. So, und sind wieder wach. Und wir haben eine Pickaxe verboxt. Aber wir haben Hunger. Wir müssen essen. Wir müssen essen. Das Blöde ist ja auch, dass diese Scheißmelonen immer nur einen einzigen Dings bringen. Das ist irgendwie sehr, sehr doof. So, dann nehmen wir mal die Picke hier. Und ich habe mir gedacht, einfach mal. Braucht die Scheiße eigentlich auch Wasser? Braucht Wasser, oder? So, dann machen wir das nämlich so. Oh, ich habe gerade gedacht, oh Gott, jetzt wird doch unser Bett weggeschwemmt, oder? So. Dann machen wir nämlich so. Komm, den Dirtblock, den Kabelblock brauchen wir auch. So, und dann stellen wir die Scheiße hier nämlich hin. Oh, ein Bäumchen ist wieder da. Das ist super. Und dann, nee, kommt die Pickaxe kommt wieder weg. Ich weiß, oh, bring doch nicht mal alle Sachen weg. Ja, aber es ist sicher, sicher, ist sicher, weil die Rohstoffe sind echt rar gerade. Und bis wir da ein bisschen mehr haben, dann kann ich sagen, okay, Leute,
da können wir getrost drauf scheißen. Aber solange das nicht gegeben ist, machen wir das lieber vernünftig. Die Plattform hier wird dann auch noch mal vergrößert und ausgebaut, denke ich mir mal. Also da werden wir, ich glaube, hier wird dann auch unser neues Home Sweet Home. Das werden wir dann alles schön doppelt hier nämlich bauen. Das ist viel, viel besser, als wenn man das einmal baut. Das wird so ein doppelter Boden hier. Da hat man dann mehr von, als wenn wir hier nämlich. Ihr wisst ja, wie gesagt, wenn das bringt ja nichts, wenn wir hier nämlich. Na, wie heißt der Scheiß? Wenn wir hier einen Dirtblock jetzt unten setzen, dann ist da ein Loch, dann hauen wir den Dirtblock weg und dann ist das Dirt weg. Das geht nicht. Das können wir nicht machen. So, wir sind fast da, Leute. Wir sind fast da. Und ich würde auch gleich nochmal sagen. Wir müssen mal gucken. Ja, wir sind, ich glaube, oh, wir sind sogar zwei da drunter. Das ist super. Denn ich will das auch gar nicht mit dem Körper berühren, irgendwie den Scheiß. Wir müssen nur halt mal gucken, wie breit das ist. Oh, jetzt kommt's bald. Oh, wir sind bald da. Ich glaube nicht, dass das hier noch reicht. Nee, das reicht nicht. Aber die Kiste ist da. Das ist doch toll. Das ist super. Das ist sehr, 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 sehr gut, dass wir da fast sind. Oh, das ist super. Jo, wir haben es gleich. Geilo, spannend. Wir müssen jetzt nur schaffen, dass wir den Scheiß. Ach, das Ding ist, wir sind so weit unten, dass ich da sogar drunter gehen kann. Das Problem ist nur, ich hoffe, der Scheiß Sand fällt nicht runter, wenn ich den mit meinem Körper berühre. Und wir haben es genauso breit. Oh, guckt euch das an, wie ich mich da hingebaut habe. Wie episch. Genau auf die Linie von dem Sand. Bitte jetzt YouTube nicht furzen. Denn jede Erschütterung lässt den Sandblock runterfallen. So, dann hüpfen wir mal zurück. Hopp, hopp, hopp. Ich hüpfe immer, ja, das geht irgendwie, denke ich immer mal ein bisschen schneller, wenn man hüpft. Hopp und hopp. Wow. Oh, mal Hand links zu gehen, das zappelt mir immer im Nacken. Ey, das ist echt krass. So, und dann werden wir mal weiter Kabel farmen, bevor wir hier weiter die Fackel mitnehmen. So, dann werden wir erstmal wieder Kabel farmen. Dass wir uns da drunter bauen können und den Sand erstmal haben. Wofür brauchen wir eigentlich den Sand? Mal die Frage so an YouTube mal. Wofür brauchen wir den Sand überhaupt? Das Problem ist ja auch, der Sand bringt uns doch eigentlich so gut wie gar nichts, oder? Wir können doch da nur Kakteen draufstellen. Nur wofür brauchen wir denn grüne Farbe? Tja, das ist wieder mal eine Frage, YouTube. Die könnt nur ihr beantworten. Und wie machen wir das, dass Tiere spawnen? Da müsst ihr mir auch mal einen Tipp geben. Brauchen wir dafür Erde? Und wie muss die Erde angebaut sein? Und wie groß muss die Fläche sein, dass da überhaupt Tiere spawnen? Weil wir bräuchten ja auch irgendwann nochmal vielleicht Fleisch oder so. Muss ja nicht immer nur diese scheiß Melonen sein. Apropos Melonen. Eine Melone ist schon wieder da. Das ist sehr, sehr gut. Und ich habe gehört, bei den Melonen springen immer zwischen 3 und 7 Stück raus. Ich hoffe, wir kriegen gleich mehr als das lächerliche Pfund, was wir da vorhin mal bekommen haben, weil das war ja sowieso so erbärmlich. Ah, dann werden wir mal schauen, ob wir das hier nicht hinkriegen mit dem Sand da hinten. Wer gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen? So, und das mit der Cobblestone Farm klappt ja jetzt hervorragend, seitdem das scheiß Eis nicht mehr gefriert. Also es geht alles viel, viel reibungsloser irgendwie. Wirklich immer nochmal danke für den Tipp. Ich sag das jetzt schon im zweiten Part. Finde ich echt super. Also das hat echt mega geil geklappt. So, ich glaube, wir werden auch. Wollen wir farmen, bis die Pickaxe kaputt geht? Und dann nochmal dahin bauen zu dem Sandhaufen? Ich bin ja mal gespannt, was in der Kiste drin ist. Ah, so viele, ich finde auch so viele Steine verbrennen gar nicht mehr. Sind zwar immer noch ein paar, aber so viele sind es nicht mehr. Guck mal, wir haben schon wieder ein Stack. Also es geht eigentlich sau schnell hier, wenn man da mal ein bisschen steht, ein bisschen quatscht. Das geht eigentlich richtig super. Dann ist es auch nicht so langweilig. Jetzt sind wieder zwei verbrannt. Zwei Kabels. Drei. Aber das geht eigentlich. Also diese Redundanz zeigt, dass es mehr ist, was wir kriegen, als verbrennt.
Schade, dass man mit den Kabel das nicht irgendwie ein bisschen anders machen kann. Ist halt blöd, wenn da so immer ein bisschen was verloren geht. Aber wenigstens können wir überhaupt Cobblestone generieren. Das finde ich schon cool, dass das sowas geht. Skyblock, super Idee eigentlich von demjenigen, der das erfunden hat. Keine Ahnung, wer hat das überhaupt erfunden. So, was wir auch gleich nochmal machen, wir legen trotzdem nochmal von dem kleinen Kabelhaufen, den wir da gerade kriegen, nochmal die Hälfte weg. Denn ich will wieder was behalten für noch eine Schaufel und so weiter. Also ich mache lieber doch nochmal so eine kleine Pickaxe, wenn wir mehr Holz haben für, also so eine Axt für die Bäume. Ich finde, das geht einfach schneller, das abzuarbeiten. Ich hoffe, wir kriegen ja irgendwann mal so einen Monsterbaum. Voll den Splitter gezogen. Oh, schön. Guckt euch das an. 2 Melonen. Super. Gut, dann wächst die nämlich nach da. Dann können wir die mal boxen hier. Oh, super, 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 super. Da wachsen 2 Melonen. Oh, genial. 11. 11 Melonen haben wir. So, dann ist da nämlich noch eine und da. Die wachsen noch. Das heißt, die Melonenfarm ist eigentlich schon mal super. Und da das funktioniert. So, 22 lege ich weg. Die nehmen wir mit. Haben wir noch Holz? Ja, 25. Das heißt, wir werden nochmal die beiden nehmen. Und daraus nochmal 8 Sticks bauen. Dann müssen wir mal gucken. Werde ich erstmal so. So machen. Daraus bauen wir dann erstmal ein Schaufelchen. So, mein Timer sagt, wir müssen aufhören. Ich werde jetzt trotzdem nochmal das Äxtchen bauen. Und nochmal eine Pickaxe. So, und dann werde ich noch eine Pickaxe bauen. Dann werde ich noch eine Pickaxe bauen. So, dann haben wir nämlich das und das kommt wieder zurück. Dann sortieren wir das mal hier schön alles wieder ein. So, das kann hier hin, das kann hier hin. Es gewächst und gedeiht, YouTube. Wir kommen auf jeden Fall weiter. Ich mache jetzt noch mal, komm, ich mache jetzt noch mal 5 Minuten. Also ich will das jetzt nicht in dem Part einfach abbrechen und dann sagen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen. Das ist dann irgendwie so ein bisschen doof jetzt. Weil wir sind jetzt schon so weit gekommen. Jetzt will ich das auch noch hier zu Ende führen. Ich werde jetzt hier nicht unbedingt eine Fackel drunter legen unter dem Stein. Wir machen das mal hier so ein bisschen seitlich noch ausbauen. Dass wir auch ganz, ganz unter dem Ding sind. Ich hoffe, wir fallen jetzt auch nicht drunter. Weil wir haben 4 Fackeln dabei. Das wäre dann ziemlicher Senf. So, dann können wir hier vorne nochmal anbauen. So, und dann können wir dem mal eine boxen hier. Zack, da ist er nämlich runtergefallen. So, und dann gucken wir uns das mal hier genau an, was da so im Kistchen ist. Obsidian. Okay. Kürbissamen und noch eine Melone. Das ist super. Ich glaube, das Obsidian. Wofür ist das Obsidian? Sollen wir damit ein Tor bauen? So, dann haben wir auf jeden Fall erstmal unseren Soll hier erfüllt. Ohne irgendwelche Blessuren haben wir das jetzt alles gekriegt. Den Sand bekommen. Das freut mich, dass das jetzt geklappt hat. Das freut mich sogar sehr. Und ich weiß nicht, immer wenn ich weiß, der Part ist jetzt vorbei und ich müsste eigentlich aufhören, dann fällt mir nicht mehr ein, was ich sagen will oder was ich sagen wollte. So, wir packen hier auch mal ein Fäckelchen hin. Ein Ferkelchen. So, und dann hüpfen wir erstmal zurück. Ich hoffe, wir fallen jetzt nicht runter, weil wir haben gerade Obsidian dabei. So, hopp und hopp und hopp. So, und damit es im nächsten Part hell ist, legen wir uns nochmal kurz hin. Und wach. Super. So, und dann werden wir das auch so machen, dass wir schuppdiwupp. So, die Melonen kommen erstmal rein. Obsidian kommt rein. Das kommt rein. Das kommt rein. Und dann nehmen wir nochmal das hier. Und boxen mal das Teil weg. Zack.
Zack. Und dann werden wir daraus mal eine große machen. So, dann haben wir nämlich mehr Platz und dann werden wir das alles im nächsten Part sortieren. Ich danke natürlich wieder allen fürs Zuschauen, YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Part Skyblock wieder. Bis dahin, tschüss.